Wolfgang Richter ist schon seit über 45 Jahren Jäger. Er kennt sich mit dem Wild sehr gut aus. Aber das, was er Anfang des Jahres erleben musste, hatte er so auch noch nie gesehen. Also im Januar dieses Jahres, das war sonntags früh, fand ich hier in meinem Revier zwei gerissene Kitze. Ich bin informiert worden durch Bürger, bin sofort rausgefahren, weil ich erst annahm, es ist ein Unfallwild, war es aber nicht. Und ich habe sofort festgestellt, ein Riss. Kein Fuchsriss und auch kein Hund, weil ich Hunderisse kenne aus meiner fast 45-jährigen jagdlichen Praxis. Ich habe sofort vermutet, Wolf. Daraufhin sofort den Vorsitzenden des Landesjagdverbandes angerufen. Der hat mich informiert am Montag früh, das war leider eben sonntags Montag früh, die Unterjagdbehörde zu informieren. Dann kommen zwei Leute vom Landratsamt. Das hat auch vorzüglich geklappt. Innerhalb von 20 Minuten habe ich eine Rückantwort bekommen. Die waren am Montag früh da, haben die Kitze mitgenommen. Die Kitze waren aufgerissen, also nicht so, wie es in einem Zeitungsbeitrag stand. Die ganzen Innereien waren vertilgt, mit Ausnahme der Mägen. Und als ich das gesehen habe, dass der Magen liegen geblieben ist, war wieder ein Tiz für mich, der Wolf, denn der Wolf frisst keinen Magen. Die Behörden haben die Kadaver zur Untersuchung mitgenommen. Dann wurde es lange Zeit ruhig um dieses Thema. Erst aufgrund erheblichen Druckes meinerseits habe ich dann eine Antwort bekommen, dass ich mich noch etwas gedulden möge, aber es sieht wohl so aus, dass es der Wolf war. Nach längerer Zeit wurde das Ergebnis öffentlich verkündet. Es soll kein Wolf gewesen sein. Wolfgang Richter sieht das anders. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich bin davon ausgegangen, dass es zwei Wölfe sind, weil die zwei gerissenen Kitze 80 Meter auseinander lagen. Beide komplett hinten aufgefressen. Da war nur noch ein bisschen vom Rippenbogen übrig und vor allen Dingen der tiefe Kehlbiss bei beiden. Und ich bin davon aus, wie gesagt, dass es zwei Wölfe sind. Und zwei Wölfe sind auch wenige Tage später von einem Jäger in Großhartmannsdorf gesichtet worden, nachmittags. Und von eine Zeit später von einem Jäger in Vogtsdorf. Klaus Uhlig ist Jagdpächter in einem direkt angrenzenden Revier. Auch er musste seine Erfahrungen mit Schäden machen, die er dem Wolf zuschreibt. Ein Landwirt aus seinem Revier kam ganz aufgeregt zu ihm. Und sprach mich an, dass er von seiner Galloway bzw. Highlander Kuh, ein Kalb, dort vermisst, das in der Nacht geboren wurde. Und er kam und sagte, das Kalb ist einfach weg. Und was soll ich tun? Ich bin dann mit zu ihm hingefahren, wenige Meter, habe mir das angeschaut und wir haben gemeinsam gesucht. Und da lag das frisch geborene Kalb verendet. Also auch halb aufgefressen, so circa 10 Meter aus der Weide heraus, also durch den Draht raus, durch den Weidedraht entfernt raus und war auch diebisch, für meine Begriffe, diebisch vom Wolf aufgefressen, von hinten herein, nur der Brustkern war da und auch der Kopf, Hals war alles noch da. Klaus Uhlig nahm dann sofort Kontakt zum Landratsamt in Annaberg auf. Die zuständige Mitarbeiterin kam dann zusammen mit dem Amtstierarzt. Das Kalb wurde dann von diesen Leuten eingeladen, in Folie verpackt eingeladen und wurde dann an der zuständigen Untersuchungsstelle zugeführt. Das heißt also, ich glaube, nach Dresden. Hab im Nachhinein den Landwirt gefragt, ob er schon wieder Bescheid hat. Er hat bis heute noch keinen Bescheid, weder noch, ob positiv, ob negativ, keinen Bescheid, nichts. Und ich gehe davon aus, dass wirklich die ganze Situation etwas, wir sagen, der Ball wird flach gehalten. Das ist also meine Meinung, meine persönliche Meinung und das kann ich nur sagen, was ich dort so mitgesehen habe. Und ich weiß aber auch, dass nach meinem Kenntnisstand dort der Wolf zugegen war. Wir als Jäger stehen im Blickpunkt der Bevölkerung. Die Bevölkerung tritt an uns heran. Wir können nichts Genaues sagen. Wir werden gefragt, wann kommt denn nun endlich mal die Nachricht und die Probenuntersuchung und. Und wir müssen sofort rüsten. Wir machen uns damit selbst unglaubwürdig. Und genau das gilt es zu verhindern. Bin ich nicht mehr bereit dazu, das zu akzeptieren. Und das werde ich auch an den entsprechenden Stellen deutlich zum Ausdruck bringen. Direkte Leidtragende vom Wolf könnten Viehzüchter werden.
Für jemanden mit nur wenigen Tieren gibt es Möglichkeiten, Maßnahmen gegen Wolfsangriffe zu ergreifen. Aber bei größeren Herden ist es fast nicht möglich. Tja, bisher haben wir uns darüber eigentlich noch gar keine Gedanken machen brauchen. Weil, wie gesagt, wir haben unsere zwei Drähte gespannt und es hat eigentlich voll und ganz gereicht. Jedoch einen wildsicheren Zaun zu spannen heißt, es kann auch kein Reh, kein Wildschwein oder ein Hirsch oder sonstiges Wild durch, weil es wird ja dann immer schwieriger, auch für einen Wolf soll es ja schwierig werden, der kann sich ja eventuell unten drunter graben. Wir haben eben noch keine Erfahrungen damit. Ne? Aber wie soll denn die Landschaftsgestaltung ausschauen, wenn alle Zäune so gebaut sind? Eine Katastrophe eigentlich. Für den Fall eines Falles kann es unter verschiedenen Umständen Entschädigungen geben. Aber eine Voraussetzung ist auch hier, dass es sich nachweislich um einen Wolfsangriff gehandelt hat. Ja, es soll angeblich Entschädigung geben. Antragsformulare wurden uns da auch vor 2 Jahren schon zugeschickt. In welcher Höhe, das wird man dann sehen, wie das stattfinden soll. Aber klar haben wir Angst davor. Aber wir haben aber auch noch keine Erfahrung, muss ich sagen. Und die Angst ist ganz normal, wenn du Tiere auf der Weide hast. Nicht nur, dass der Wolf dir irgendwelche Kälber reißt, sondern auch alleine, dass er dir die Herde scheu macht oder dass er ausbrechen, dass er sonst wohin rennen, dass er auf Straßen rennen, dass er dort Schaden machen, dass dort, was ich, sogar Menschen zu Schaden kommen. Da haben wir eigentlich die meiste Angst davor. Ne? Und dass unsere Tiere dann immer unruhiger werden, je mehr unsere Rindviecher in Kontakt mit dem Wolf kommen und dann Erfahrungen mit dem Wolf sammeln. Ne? Also das ist natürlich ganz normal, dass wir dort beunruhigt sind. In anderen Regionen haben die Rinderherden bereits ihre natürlichen Abwehrinstinkte wiederentdeckt. Aber auch das kann für den Menschen gefährlich werden. Auch wenn nach offizieller Sicht der Wolf noch nicht in unserer Region heimisch geworden ist, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Darüber sind sich selbst die Wolfsexperten einig.